Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play World of Tanks mit mir, dem Alcaramba. Und ich werde euch jetzt gleich in einem Replay von mir selber den Panzer zeigen, den ich hier sozusagen schon ausgewählt habe, dem T-54E1. Und ihr seht, ich habe auch einen neuen Hangar. Hier, sehr schön. Hoffe, gefällt euch. Gibt es auch in meinem neuesten Modpack. Bei manchen lädt es leider nicht. Da kann ich ehrlicherweise auch nicht sagen, warum. Also wer da Tipps hat, kann das gerne in das Video gerne mal reinschreiben. Das ist genau das Pack, was ich nutze, beziehungsweise nichts anderes als mein RES-Ordner. Deswegen kann ich es leider nicht sagen, woran es dann da hakt. Trotzdem, ich hoffe, euch wird das Replay gefallen. Es ist recht gut geworden, glaube ich, darf man sagen. Und dementsprechend seid gespannt und viel Spaß. So, und hier sind wir nun im Let's Play vom T-54E1. Wie ihr seht, spiele ich im Zug mit dem Charlie und mit dem Sanen. Also beides Mates aus meinem zukünftigen Clan. Ich werde nämlich wechseln, also an die Frage, die da vielleicht kommen mag, weil ich bin gerade clanlos hier in dem Video, bin auf dem Weg zu wechseln. Und ja, das ist der Hintergrund des Ganzen. Wir spielen Co-Marine, ganz klassisches Standardgefecht. Teams, würde ich sagen, im Großen und Ganzen recht ähnlich, also jetzt keine großen Tendenzen bzw. Unterschiede. Mein Ziel jetzt hier so ein bisschen zu spotten, da habe ich auch schon was aufgemacht. Und ja, der nächste, KV-3. Natürlich, wie soll es anders sein, der erste kettet nur, der zweite sitzt. Ich nehme einfach nochmal zwei Blindshots dahin. Hätte ja sein können, dass ich ihn damit rausnehme. Leider nicht der Fall gewesen. Aber nichtsdestotrotz. Ich finde die Ecke hier ganz schön. Gerade der T-54-1 hat eine super Gun Depression. Ist ansonsten sehr weich. Deswegen finde ich die Stelle hier eigentlich ganz angenehm. Man sieht aktuell so ein bisschen den Spielverlauf zu. Hier ist sehr, sehr viel Gekämpfe. Wird auch nachher noch so ein bisschen, ja, die bisschen für Ärger, ja, für Ärger sorgen. Ein verbündeter Tiger 2 ist direkt versunken, das ist auch immer gut. So. Wie gesagt, hier aktuell einfach ein bisschen mal warten, gucken, was so passiert, was man da so machen kann. Der KV-3, da ist er wieder. Und da sieht man, er hat noch 80 Struktur, das heißt, da muss ich wohl getroffen haben. Und jetzt habe ich ihn auch final erledigen können. So, der gegnerische 59-16. Natürlich ist die Hoffnung da so ein bisschen, dass er noch nach vorne guckt, aber den Gefallen macht er mir leider noch nicht. Ansonsten ist man hier, ihr seht, ganz safe, aber jetzt ist er da. Den verschossen und der, verstehe bis jetzt noch nicht, warum der nicht getroffen hat. Habe ich mich ein bisschen geärgert, gebe ich ehrlicherweise zu, aber das ist halt das Spiel. So, auf der Insel ist noch der 50-100. Man sieht so, die Gegner auch schießen alle so ein bisschen herüber. Einzig, ich muss nur so ein bisschen auf die Artis aufpassen, weil ich stehe natürlich für die recht gut und frei. Aber, wie gesagt, die interessieren sich aktuell gar nicht für mich. E-75 ist leider nicht penetrierbar. Das ist natürlich etwas schade. Aber wie gesagt, einfach mal warten, gucken, was hier noch so passiert. Noch so ein bisschen so rüber gucken. Aber nix. Was an der Map, die Map ist natürlich, wie gesagt, ich bin kein großer Fan von Co-Marine, muss ich gestehen. Aber die Map ist natürlich sehr taktikbelastet. Und wenn jetzt wie hier in unserem Team nur eine Arti ist, da passiert natürlich recht wenig. Und jetzt sieht man, da hat es dann dem Charlie etwas gereicht, warum er hier drei Heavys stehen haben muss am VK, AMX und T-34. Ehrlicherweise kann ich das auch nicht erklären, dass zwei TDs da stehen, gut. Aber jetzt ist hier IS und IS aufgegangen und, ja, wir sehen es gleich, ich werde mich eh gleich hinnehmen. So, der 110er war es, genau. Den will ich auch gleich aufs, und der erste natürlich in den Boden. Zweite sitzt, dritte sitzt. Und da hat er auch gebrannt. So. Die eine Granate, die lasse ich mal im Magazin, beziehungsweise gehe mal in Reload. Wie gesagt, jetzt hier ein bisschen bewegen, nicht dass Arti jetzt doch auf den Geschmack kommt. Nach wie vor, T-34 steht immer noch hinten. Also, ist wirklich ein Witz. Also seid's mir bitte nicht böse, aber Heavys
gehören da definitiv nicht hin. Also jeder, der hier das Replay anschaut und sich mit dem Heavy da hinstellt, bitte, bitte, bitte nicht mehr machen. Weil das ist einfach nur, ja, nur mau. So, WZ. Sozusagen das nächste Opfer. Das ist jetzt ein bisschen gefährlich, was ich mache, da so rüber zu fahren, aber... muss man ja doch auch mal ein bisschen auf Risiko spielen. So, IS-3 steht jetzt da drüben. Da bin ich jetzt ein bisschen aggressiv. Hat aber den Hintergrund, dass mein Mate mit dem Typ 61 recht low ist. Den wollte ich eigentlich jetzt hier sozusagen ein bisschen ablenken, aber das ist mir nicht geglückt. Aber jetzt blocke ich ihn, dass, genau, der also nicht hinters Haus fahren kann. Aktuell läuft es ganz gut. 3 Kills gemacht, aber es steht 5-6 für den Gegner. Das ist natürlich eher suboptimal. Ich muss schon fast lachen, aber der VK und der T34 haben sich immer noch nicht so wirklich weit vorgewagt. Also sie sind jetzt von, glaube ich, H0 auf G0 gekommen. Das ist natürlich schon eine weite Strecke. E75 würde ich jetzt hier gern bekommen. Aber der macht da gerade nicht so mit. Der bleibt da hinter seinem Häuschen. Der Leopard PTA lässt sich auch noch nicht so wirklich blicken. Und natürlich muss man aufpassen, weil die TDs tendenziell irgendwo rumtun. Mittlerweile steige ich auch ins Pingen ein. Weil, wie gesagt, nach wie vor VK steht da unverrichteter Dinge. Also das ist einfach Fail. So, der Leopard mittlerweile offen, aber leider immer noch nicht wirkbar. So, Leopard bewegt sich, das ist jetzt meine Chance. Aber einzielen dauert halt doch ein bisschen und da habe ich natürlich drüber gesammelt, wie soll es auch anders sein. So, der Schuss ging jetzt rein, aber jetzt ist es mir dann doch zu unsicher, deswegen fahre ich jetzt ein Stück weg. Weil klar, da können natürlich auch die TDs eigentlich jetzt von denen, wenn sie dann da hinten stehen, recht gut drüber wirken. Wieder mal sicherheitshalber gleich in Reload gegangen. So, der VK hat es doch jetzt schon mal zumindest hierher geschafft, weil er denkt, okay, jetzt kann er wirklich nicht mehr beschossen werden. Aber der T34 ist immer noch hier. Also, wie gesagt, ist einfach ein Ärgernis. T30 hat sich auch ein bisschen bewegt, aber ISO steht nach wie vor. Also wie gesagt, mit TDs vollkommen akzeptieren, dass die da hinten auch mal stehen bleiben. Wobei jetzt im Verlauf des Gefechts kommt da auch, kann da auch gar nicht mehr viel sein, was da gerade kommt. Aber gut. Jetzt fahre ich nach hinten, weil der GB Tiger jetzt sozusagen komplett alleine ist und jetzt kein Spot mehr hier auf die KJ-Linie ist. Deswegen so jetzt mein Gedanke, okay, die Jungs, selbst wenn ich vorfahren würde, ich würde keinen Support mehr bekommen. Keiner hat mehr eine Schusslinie darüber. Die ISO auch eher schwierig. Deswegen jetzt eben erstmal, es steht 5-9 fürs Gegnerteam, das darf man auch nehmen. Man muss auch ein bisschen den Stand im Kopf haben und in dem Fall ist natürlich die Tendenz groß, dass der Gegner sich zu uns bewegt. Deswegen erstmal hinten verweilen und einfach auch mal warten und gucken, was so kommt. So, AMX ist jetzt offen. Den habe ich dann da einfach mal aufgemacht. Einfach mal, ist natürlich gut gesagt. So, erster gesessen, zweiter. Und dritter. Ein Schuss noch, Reload und der Waffenträger kommt jetzt von vorne. Waffenträger ist natürlich jetzt eine harte Nummer, weil der ist hat noch einen vernünftigen Tarnwert. Das heißt, der konnte jetzt auf mich schießen. Ja, das ohne wahrscheinlich irgendwie auch selber aufzugehen. Und jetzt ist der Jagdpanther natürlich offen. Man könnte so schön wirken, hätte ich jetzt noch eine Kugel im Lauf, aber nein. Da ist gerade das kleine Männchen und ist gerade am Nachladen. So, jetzt bin ich zumindest wieder kampfbereit. Und warte mal der Dinge, die jetzt dann da kommen. Meine Hoffnung ist natürlich, dass der Jagdpanther wieder aufgeht. Aber dann nehme ich doch den Löwen, wenn ich den bekomme. Löwe weg. 5 Kills aktuell. Einer fehlt noch. Für Krieger.
Und ich habe natürlich gereloadet, aber was heißt natürlich, eigentlich, das war unnötig, dass ich da jetzt reloade, weil man sieht, jetzt könnte ich die Kugeln gut brauchen. Also, da hätte ich definitiv noch mal warten können mit 3 Schuss im Magazin, aber ich dachte ehrlicherweise, dass ich so schnell keine Action mehr bekomme. Und der nächste geht auch auf. Jetzt habe ich mich richtig geärgert, aber gut. Jetzt bin ich ja Gott sei Dank gleich wieder nachgeladen, beziehungsweise habe wieder Schuss, weil den Krieger will ich unbedingt haben. 8, 9 mittlerweile. Und da habe ich den Krieger. Den habe ich mir reichlich verdient. 9 Kills vom Team, davon 6 von mir. Aktuell bei angezeigten 4-3 Schaden, aber den KV am Anfang, da habe ich ja doch noch ein, zwei gewirkt. Also von dem her, bis jetzt verdient. So, und jetzt ist so der Fall, okay, es ist 5 Minuten. Der Waffenträger, der macht mir aber noch ein bisschen Sorgen, weil der noch gar nicht gespottet worden ist und beim IS-3 das gleiche. Deswegen habe ich da ein bisschen Bedenken. Jetzt warte ich einfach auch noch mal ein bisschen hier hinten, ob was kommt. Weil nach wie vor, ich hatte mir, das kann ich euch mal kurz erläutern, ich hatte mir schon überlegt, ob ich jetzt mal vorfahren soll. Ursprünglich fahre ich normalerweise gern hier und wäre dann hier rüber gefahren. Problem ist, ich bekomme aber gar keinen Support von denen hier. Der einzige Support, den ich bekommen könnte, wäre die Arti. Aber ansonsten, das ganze andere Team kann nicht wirken. Natürlich, die Vermutung ist, dass dann der IS hier hinten noch irgendwo campt. Der Leopard war noch hier hinten. Die zwei Artis sind noch irgendwo hier hinten. Dementsprechend E75 kann dann auch wirken. Also deswegen jetzt aktuell so der Grund, warum ich nicht vorstürme. Nur als kleine Erklärung, dass ihr auch mal wisst, was so bei mir in dem Augenblick so im Kopf vorgeht. Aber hibbelig werde ich natürlich. Es steht 9-9, es sind noch 4 Minuten, da werde ich immer ein bisschen, ja, da prickelt's, da will man doch mal so ein bisschen mehr. Ja, man sieht schon auch an meiner Fahrweise. So, der T30 wurde jetzt auch final endlich geholt vom E75, obwohl der E75 nicht mehr aufgegangen ist. Also wirklich mau. So, der GW Tiger wird jetzt auch langsam hibbelig. Ich schreibe auch No Support won't go. Also, weil das ist einfach das, was ich meinte mit, dass ich da jetzt mal nicht fahren werde. Aber jetzt passiert dann was und deswegen entscheide ich mich dann doch gleich doch um. Die beiden, der VK und T34, der uns schon sozusagen das ganze Replay hier begleitet, die fahren jetzt weiter. Dann dachte ich mir, okay, also der, beziehungsweise, dann dachte ich mir eigentlich, könnte ich jetzt mal fahren, aber natürlich, wenn der Waffenträger jetzt aufgeht, habe jetzt ein bisschen gewartet, bis ich schieße. Einfach wegen dem, dass ich nicht aufgehe, beziehungsweise, dass er seinen Schuss raushaut. Und natürlich bei 57 HP komme ich in Reload. Aber Isu hat jetzt den weggeholt. Leopard ist offen. Das heißt, nur noch IS-3 ungespottet. Dementsprechend reift jetzt bei mir gerade der Entschluss, dass ich wirklich mal mir die Mitte vornehmen sollte, weil der E75 mit seinen, was hat er gehabt? 142 Struktur, der muss jetzt einfach mal fällig sein. Und den siebten Kill nehme ich natürlich auch gerne mit. Wäre ja gelogen, wenn ich da jetzt was anderes sagen würde. Da dachte ich mir erst, ich kriege ihn nicht rein, dann habe ich ihn doch gesehen. Aber drüber. Natürlich. Wie zu erwarten war, man schießt drüber in wichtigen Momenten. Kennt ihr wahrscheinlich alle. So, GB Tiger hat den VK rausgenommen, der wirklich viel fürs Team getan hat. T34 wenigstens den Leopard. Das heißt, aktuell schaut es eigentlich so gesehen gar nicht schlecht aus. Der E75 ist ein One-Shot. IS-3, ist noch voll, das ist natürlich bekannt. So, jetzt also E75. So, weg. GW Panther. Da ist dann der GW Tiger. 2 Schüsse. Und da habe ich die 8 Kills voll gemacht. Das muss ich sagen,
Da war ich schon sehr begeistert. Und jetzt ist meine Vermutung, und die IS zu holen, ihr seht, eine Minute, das ist eine sauknappe Geschichte. Meine Vermutung ist natürlich, dass IS ja auf A1, A2 war, eventuell sogar AFK. Wie gesagt, in Cap reinzufahren wird nichts bringen. Dafür ist einfach die Zeit des Einnehmens zu lang. Ihr seht, eine Minute 4:35 und die Zeit sind 42. Deswegen schaue ich jetzt mal in den Wald, wo denn der IS ist. Habe ich jetzt immer die IS gesagt? Ja, Entschuldigung, ich weiß, es ist der IS, der Josef Stalin. Also von dem her weiß ich. Und jetzt Riesenproblem. Der IS ist auf K4, K5. Das ist die weitestmögliche Entfernung, die ich hier zurücklegen muss. Und deswegen alles beruht jetzt auf der ISU. Aber ISU ist leider so, ja, hat sich wohl fahrerisch hier nicht wirklich brillant geschlagen, muss ich gestehen, was ich so gehört habe von meinen Mates, die hier natürlich noch zugeschaut haben. Wäre also fast versunken oder ist zumindest ins Wasser gefallen. IS-3 war leider nix. Trotzdem, das war Panzerass die Runde. Ich finde sie trotzdem sehr sehenswert, weil sie zeigt wirklich, was mit so einem T-54 E1 gut läuft, was man gut machen kann und was natürlich ein bisschen schlecht war, war mit dem Nachladen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ansonsten wünsche ich weiterhin gute Fahrt und bis zum nächsten Mal.